Mama, es ist so heiß. Ja, zieh dir doch mal eine kurze Hose an. Ist gut, das mache ich. Jetzt ist es schon ein bisschen besser, aber es ist immer noch heiß. Wir machen noch die Rollläden runter, damit sich dein Zimmer nicht so aufheizt. Du bekommst hier nämlich die volle Abendsonne ab. Oh, muss ich jetzt im Dunkeln spielen oder das Licht anmachen? Du kannst doch auch unten im Wohnzimmer spielen. Nein, ich schau mal, was Lena macht. Hallo, Lena. Ich muss leider noch Hausaufgaben machen. Aber leider kann ich mich bei dieser Hitze gar nicht richtig konzentrieren. Dann lass uns doch kurz in den Pool springen. Das kühlt uns bestimmt gut ab. Und danach kannst du wieder besser denken. Oh ja, das machen wir. Ah, ist das schön. Am liebsten würde ich meine Hausaufgaben im Pool machen. Ich glaube, das fänden Mama und Papa aber nicht so gut. Ja, das könnte sein. Du kannst doch noch ein bisschen im Pool bleiben, Anna. Nein, alleine macht es mir keinen Spaß. Bekommt ihr denn kein hitzefrei? Leider nicht, aber Herr Pauli hat gemeint, er bringt einen Ventilator mit. Hilft ein Ventilator denn gut gegen Hitze? Ein bisschen. Immerhin gibt es dann einen angenehmen Wind im Klassenzimmer. Dann könnten wir doch hier zu Hause auch einen aufstellen. Wir haben aber keinen, Anna. Oh, schade. Wir könnten uns höchstens einen Fächer basteln. Oh ja, super Idee, Lena. Einen Fächer kann sogar ich schon alleine basteln. Das ist nämlich gar nicht schwer. Man braucht nur ein Papier und faltet es hin und her und hin und her. Zusammenkleben und fertig. Nur doof, dass ich nicht gleichzeitig schreiben und fächeln kann. Ich kann dir ja zufächeln. Oh ja, danke. Das ist mir zu anstrengend, Lena, und zu langweilig. Hast du nicht noch einen anderen Tipp gegen Hitze? Nein, aber ich kann ja mal im Internet nachschauen. Hier, Tipp 1. Eine Sprühflasche mit Wasser füllen und für eine Weile in den Kühlschrank stellen. Dann immer wieder Arme und Gesicht besprühen. Das klingt erfrischend. Das sollten wir machen. Okay, gut. Mama, dürfen wir die 2 Sprühflaschen nehmen oder war da Putzmittel drin? Nein, da war kein Putzmittel drin. Die könnt ihr nehmen. So, Sprühflasche mit Wasser. Ab in den Kühlschrank. Da ist eine Wassermelone im Kühlschrank. Oh, lecker. Mama, dürfen wir Wassermelone essen? Ja klar, wir können sie aufschneiden. Oh, die ist super. Da haben wir Glück. Richtig saftig und süß. Das schmeckt so gut. Und tut auch gut, wenn es so heiß ist. Komm, jetzt nehmen wir das Wasserspray mit nach oben. Oh, das ist wirklich angenehm. Ich habe jetzt nur noch auch nasse Haare. Und Pippi hat auch geduscht. Tipp 2 ist übrigens, feuchte Handtücher im Zimmer aufhängen. Aber wo soll ich die aufhängen? Du kannst Mamas Wäscheständer aufstellen. Also bei mir im Zimmer kann ich die Handtücher perfekt aufhängen. Ich mache ein Handtuch nass und hänge es dann einfach über das Gestänge von meinem Bett. Ich habe jetzt eine Wäscheleine befestigt. Das ist praktischer. Ein Wäscheständer steht mir sowieso nur im Weg rum. So, und jetzt muss ich aber mit meinen Hausaufgaben weitermachen, Anna. Ja, okay. Aber zuerst noch ein bisschen die Arme besprühen. Mist, jetzt ist das Aufgabenblatt nass geworden. Oh je, die Tinte verläuft. Das Spray sollte man wohl besser nicht am Schreibtisch verwenden. Ich muss das Blatt trocknen. Oh, zum Glück habe ich ja die Wäscheleine. Und ein Vorteil der Hitze ist, dass es schnell trocknet. Es ist langsam Zeit zum Schlafen. Oh nein, es ist noch immer so heiß hier im Zimmer. Wir können leider noch nicht lüften. Draußen ist es immer noch zu heiß. Zieh etwas Leichtes an zum Schlafen und geh dann mal Zähne putzen. Okay. Lena, bist du fertig mit den Hausaufgaben? Ja, gleich. Habt ihr da kühle Tücher aufgehängt? Ja, und ein bisschen nützt es auch etwas, finde ich. Ich glaube, ich muss mein Tuch noch mal nass machen. Ich nehme es gleich mit ins Bad. Das darf aber nicht zu nass sein. Ich helfe dir beim Ausbringen. So müsste es gehen. Danke. Wir nehmen noch ein Glas Wasser mit nach oben. Und wenn wir da noch ein Pfefferminzblatt hineinlegen, dann ist das richtig erfrischend. Dann gute Nacht. Gute Nacht. Falls ihr nachts Durst bekommt, dann müsst ihr nicht extra in die Küche runter. Danke, das ist gut. Ich hoffe, dass ihr gut schlafen könnt. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Boah, es ist viel zu warm mit der Decke. Aber ohne Decke ist es auch ungemütlich. Ich drehe sie um. Auf der anderen Seite ist sie kühler.
Vielleicht sollte ich noch mal was trinken. Die Decke ist schon wieder aufgewärmt. Nochmal umdrehen. Anna schläft schon. Vielleicht ist es ja jetzt draußen kühler. Ich gehe mal schnell auf den Balkon. Nein, es ist immer noch sehr warm draußen. Oh nein, ich höre eine Stechmücke. Statt kühler Luft habe ich jetzt eine Stechmücke im Zimmer. Na warte, dich erwische ich. Wo ist die? Da! Ich hab sie erwischt. Bin ich jetzt müde. Ah, was ist das? Was ist los? Das Handtuch ist runtergefallen, direkt auf mich. Bin ich erschrocken. Und ich war gerade erst eingeschlafen. Tut mir leid. Wie viel Uhr ist es denn? 12:30. Dann ist es aber jetzt Zeit für Tipp 3. Nachts lüften. Ja, kühle Luft, endlich. Jetzt können wir bestimmt gut schlafen. Dann gute Nacht. Gute Nacht. Lena, machst du bitte das Licht bei dir aus? Ich kann sonst nicht schlafen. Ich hab das Licht aus. Es ist eben Vollmond. Och nein. Ist das heute heiß. Und Mama braucht total lange beim Einkaufen. Wahrscheinlich ist viel los. Aber sie bringt uns ja Eis mit. Darauf freue ich mich jetzt schon. Ich mich auch. Hallo, ich bin wieder da. Hast du Eis mitgebracht? Leider nein. Es gab keins mehr. Es war ausverkauft. Das ist ja doof. Ich habe die ganze Zeit auf ein Eis gewartet. Ja, tut mir leid. Vielleicht könnten wir ja selbst Eis machen. Eigentlich muss man doch nur Fruchtsaft einfrieren, oder? Ja, dann gibt es Wassereis. Man kann aber auch Milcheis selber machen. Ich habe da ein Rezept. Oh ja, Mama, können wir das machen? Das wäre toll. Bitte, Mama. Lasst mich erstmal die ganzen Sachen hier einräumen. Dann schaue ich mir das Rezept mal an, okay? Okay, wir helfen dir, dann geht es schneller. Das ist lieb, danke. So, wo war denn das Eisrezept drin? Ich glaube hier in diesem Buch. Ah ja, wir können das Eis in unserer Küchenmaschine rühren und dann einfrieren. Cool. Toll. Dann kann ich mich ja doch noch auf ein Eis freuen. Ja, Papa, das wird bestimmt lecker. Was für eine Eissorte wollt ihr denn machen? Himbeer, Schokolade, Zitrone. Also mal langsam. Wir sollten uns auf eine Eissorte einigen. Wir wissen ja noch nicht mal, ob es überhaupt was wird. Na gut, dann mach, was die Kinder wollen. Also gut, machen wir Himbeer, das schmeckt mir auch. Okay, gefrorene Himbeeren haben wir auch da. Dann schütten wir mal alles in die Küchenmaschine und lassen es rühren. Das sieht schon lecker aus und es riecht auch gut. Jetzt machen wir alles in ein Plastikgefäß und stellen es in das Gefrierfach. Wann können wir das Eis essen? Oh, das dauert jetzt ein paar Stunden. Ein paar Stunden? So lange? Ja, das dauert, bis so eine Masse gefroren ist. Einige Stunden später. Jetzt schauen wir mal nach dem Eis. Oh ja! Sieht gut aus. Ja, können wir es jetzt probieren? Ja, ich denke, es ist fertig. Mmh, lecker! Papa, du musst unbedingt probieren. Es schmeckt total lecker. Ja, sehr gut. Ist überraschend gut geworden. Dürfen wir nochmal Eis machen, Mama? Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Von mir aus. Cool, danke. Probieren wir jetzt Schoko aus, Anna? Ja, und Papa wollte doch Zitrone. Das machen wir auch gleich. Und wir könnten auch noch andere Sorten testen. Was hätten wir denn noch für Zutaten da? Karotten. Das schmeckt doch bestimmt nicht, Anna. Wer weiß. Nein, aber Banane ist sicher lecker. Und Mama isst doch gerne Mokka-Eis. Was ist denn Mokka-Eis? Eis aus Kaffee. Okay, ja, das hätten wir auch da. Lass uns gleich loslegen. Schokolade, lecker. Jetzt haben wir so viel, da könnten wir glatt eine Eisdiele aufmachen. Eigentlich eine super Idee. Eine Terrasse hätten wir auch.
Wir müssen ja sowieso warten, bis das Eis gefroren ist. In der Zeit könnten wir hier ein Eiscafé bauen. Was macht ihr denn da? Wir machen Schilder für ein Eiscafé. Aha, interessant. Ich male ein ganz großes Eis zum Aufstellen. Und ich male auf, was es bei uns für Eissorten gibt. Ich bin fertig. Ich auch gleich. Ich muss das Eis nur noch ausschneiden. Fertig. Das können wir an deinem Hochstuhl befestigen. Und mein Schild an diesem Stuhl. So, die Eisdiele ist eröffnet. Wer möchte ein Eis? Also, ich probiere gerne eins. Also, ich hätte gerne 3 Kugeln. Banane, Mokka und Himbeer. Sehr gerne. Hier bitte. Vielen Dank. Das sieht ja toll aus. Und schmeckt auch. Ich hätte gerne 2 Kugeln Zitrone. Alles klar, bitteschön. Vielen Dank. Also ich finde ein eigenes Eiscafé zu Hause, das hat was. Und wir essen aber jetzt auch noch mal eins. Wer möchte noch Eis? Also ich kann nicht mehr, danke. Also mir reicht es auch, danke. Und was machen wir jetzt mit dem vielen Eis? Ja, wir haben alles so schön aufgebaut. Wir müssen das Eis auf jeden Fall schnell wieder in den Gefrierschrank stellen. Wir haben ja einfach zu wenig Kunden. Ich habe eine Idee. Wenn wir hier keine Kunden haben, dann müssen wir eben zu den Kunden gehen. Wir nehmen das Eis in der Kühlbox mit auf den Spielplatz. Dort sind immer viele Kinder, die können bestimmt ein Eis als Erfrischung gebrauchen. Und das kleine Häuschen dort wird unser Eiscafé. Komm, los! Das ist eine super Idee. Ihr müsst das Eis auf jeden Fall immer gut kühlen. Am besten ihr lasst es hier drin. Okay. Wir nehmen noch unsere Schilder und Klappstühle mit. Oh nein, wir haben ja alles verloren. Schnell, wieder alles einsammeln. Du musst hinterherlaufen und aufpassen, dass nichts runterfällt. Okay, mach ich. Was macht ihr denn da? Das ist unser Eiscafé. Gleich gibt's leckeres Eis. Aus Knete oder aus Sand? Nein, echtes Eis. Cool! Das haben wir selbst gemacht. Möchtest du eins? Ich will 10 Kugeln. Okay, hier, bitte. Oh, lecker! Zum Glück sieht das meine Mama jetzt nicht. Kann ich Schoko haben? Und ich Zitrone. Banane schmeckt auch gut. Ich mache mir jetzt einen Quark mit Früchten. Wo sind denn jetzt die ganzen Bananen hin? Haben sie die jetzt alle zu Eis verarbeitet? Die habe ich doch erst heute Morgen gekauft. Und die Zitronen, die sind auch alle weg. Und unsere Glasschälchen und die ganzen Löffel, alles weg. Was soll ich denn jetzt essen? Vielleicht ein Eis auf dem Spielplatz. Wenn du Glück hast, bekommst du dort noch eine Portion. hab gerade noch eins bekommen. Mokka war noch übrig. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne diesen Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Geschichte wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.